Wird die US-Botschaft von Tel Aviv nach Israel umziehen? Diese Frage wollte US-Präsident Donald Trump eigentlich bis Montag beantworten. Jetzt ist klar, das Weiße Haus hat die Entscheidung vertagt, will sie aber in den kommenden Tagen fällen. Mit der Verlegung ihrer Botschaft würden die Amerikaner Jerusalem faktisch als Hauptstadt Israels anerkennen. Davon hat jetzt der französische Präsident Emmanuel Macron eindringlich abgeraten. Auch die palästinensische Befreiungsorganisation warnt die USA, dieser Schritt sei ein Todesstoß für die Zwei-Staaten-Lösung im Nahostkonflikt. Zuvor hatte ein Berater von Palästinenser-Präsident Mahmoud Abbas gesagt, Trump würde mit einer möglichen Anerkennung Jerusalems den Friedensprozess im Nahen Osten völlig zugrunde richten.